Verehrte Majestäten, liebe Schützen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde unseres Vereins. Wer hätte im Januar 2020 nach der Wahl des aktuellen Vorstandes daran gedacht, dass dies wohl die letzte Veranstaltung war, die wir in gewohnter Form mit vielen Menschen an einem Ort, Geselligkeit, Ausgelassenheit und guten Gesprächen ohne Abstand abgehalten haben. Dazwischen liegen nun bereits über 12 Monate, in denen bis auf wenige und sehr eingeschränkte Ausnahmen unser Vereinsleben praktisch ausgesetzt ist. Wir hätten uns im vergangenen Jahr ebenso wenig vorstellen können, dass auch nach ein Jahr nach dem Beginn dieser Pandemie ein Film das einzige Format zur Einstimmung und Start ins Schützenjahr ist, mit dem wir euch erreichen können. Dass wir viel lieber gemeinsam mit euch auf einer traditionellen Vollversammlung hier an dieser Stelle im Gustav-Hafarheim und unseren Neujahrsempfang in das Schützenjahr 2021 gestarten werden, müssen wir sicher nicht betonen. Auch wenn der Ausfall dieser beiden Ereignisse zu Beginn des Jahres die schwierige Situation, in der wir uns alle befinden, nochmal vor Augen führt, wollen wir es nicht verpassen, Zuversicht und Hoffnung im Hinblick auf das anstehende Schützenjahr zu verbreiten. Wir hoffen, dass uns dies mit unserem Film gelingen wird. Zu jeder Jahreshauptversammlung und zu jedem Neujahrsempfang gehört stets der Rückblick auf die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres. Ganz besonders aber der Ausblick und die Vorfreude auf das begonnene Jahr. Daran wollen wir uns auch heute orientieren, auch wenn das Format leider ein anderes ist. Wenn wir auf das Jahr 2020 zurückblicken, können wir nun in eine Dauerschleife aus negativen Nachrichten und tiefgreifenden Einschränkungen abgleiten, die auch unser Vereinsleben stark betroffen hat. Inzwischen füllen diese Inhalte schon über Monate ganze Abendprogramme und Zeitungsseiten. Grund genug für uns, sich einen Rückblick auf andere Art und Weise zu nähern, bei dem wir Dankbarkeit und Zuversicht in den Mittelpunkt stellen wollen. Dankbar sind wir in erster Linie unseren Mitgliedern, unseren Schützen. Euch gilt unser großer Dank für eure Treue, eure Geduld und eure Hilfsbereitschaft im vergangenen Jahr. Wir wissen sehr zu schätzen, dass es im vergangenen Jahr keinen einzigen Corona-bedingten Vereinsaustritt gegeben hat. Darüber hinaus haben sich viele von euch auch sozial engagiert, in unseren vereinseigenen, auch in externen Initiativen. Dafür gilt euch unser ganz herzlicher Dank. Das alles zeigt, dass der Leitspruch unseres Vereins "Stehe fest und bleibe treu" aktueller denn je ist und auch in einem solch schwierigen Jahr für Verein und Mitglieder Bestand hat. Das macht uns stolz und lässt uns zuversichtlich in die Zukunft schauen. Dankbar sind wir aber auch unseren vielen Partnern, die trotz teils eigener prekärer Situationen ihre Bereitschaft und Unterstützung und ihre Motivation zu weiterer Zusammenarbeit stets betont haben. Ihnen gilt im gleichen Maße unser herzlicher Dank. Und auch im Hinblick auf eigene Traditionen ist es trotz Corona gelungen, diese aufrechtzuerhalten. Hier ist die Vollversammlung im August, die Schützenmesse und die Kranzniederlegung am Schützenfestwochenende sowie die große Weckmann-Aktion für das Seniorenheim und die Lebenshilfe anstelle des üblichen Adventscafés zu nennen, die wir trotz der Einschränkungen umsetzen konnten. Die in unseren Vereinsfarben illuminierte Kirche war ein weithin sichtbares Signal, das wir am Schützenfestwochenende setzen durften und das viele Schützen und Bürger auch erreicht hat. Dies alles macht deutlich, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten Lösungen finden. Auch im Hinblick auf das diesjährige Schützenfest wird uns dies ganz sicher irgendwie gelingen. Wie wir unseren Verein auf das Schützenjahr 2021 einstellen und vorbereiten wollen, bringt uns nun unser Vizepräsident Sven Schumacher näher, zu dem ich jetzt gerne übergebe. Sven, the floor is yours. Ja, herzlichen Dank, lieber Rolf. Verehrte Majestäten, liebe Schützen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde unseres Vereins. Nach dem Rückblick unseres Präsidenten auf ein turbulentes und seltsames Jahr 2020 wollen wir nun den Blick nach vorne richten, auf das diesjährige Schützenjahr 2021. In der aktuellen Situation gestaltet sich dieser Blick voraus jedoch nicht so ganz einfach, um nicht zu sagen schwierig.
Viele Fragezeichen, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten prägen die aktuelle Situation in vielen Lebensbereichen, in unserem Alltag und auch in unseren Vereinen. Uns allen wird zurzeit sehr viel Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die sich ständig verändernden Situationen abverlangt. Kommen wir nun aber zurück zu unserem Verein und zu unserem Schützenjahr 2021. Auch im Hinblick auf die Planung zu unserem Schützenjahr bedeutet dies für uns, dass wir für den Sommer und Herbst aktuell hochflexibel und anpassungsfähig planen müssen. Und dies auch seit geraumer Zeit tun. Dass hinter unseren Veranstaltungen aus aktueller Sicht ein großes Fragezeichen steht, damit verraten wir kein Geheimnis. Wir sind jedoch, und das wollen wir hier deutlich machen, sehr weit davon entfernt, Veranstaltungen schon heute mit Blick auf den August und September voreilig abzusagen. Zu dynamisch sind die Entwicklungen, zum Beispiel hinsichtlich der Impfungen, um in der nächsten Zeit eine verlässliche Aussage treffen zu können. Für uns bedeutet diese Situation, aktuell auf der Grundlage teils sehr unterschiedlicher Szenarien planen zu müssen. All das werden wir euch, sobald Präsenzversammlungen wieder möglich sind, im Rahmen einer Vollversammlung dann persönlich vorstellen. Oberste Priorität in diesen Planungen haben, und das wollen wir deutlich machen, dabei die traditionellen Programmpunkte. Allen voran die feierlichen Umzüge unseres Regimentes mit Uniformen, Fahnen, Standarten, Blumenhörnern, so wie wir es gewohnt sind, zu Ehren unseres Königs- und Kronprinzenpaares durch die Straßen unseres Ortes. Auch an Möglichkeiten zur Ehrung unserer verdienten Jubilare arbeiten wir derzeit mit Hochdruck. Aber auch für alle weiteren Programmpunkte, wie Zeltveranstaltungen oder einen attraktiven Kirmesplatz, auf dem wir hier gerade stehen, für Groß und Klein, die traditionell zu unserem Schützenfest dazugehören, werden die Planungen aktuell weiter vorangetrieben. Betonen möchten wir in diesem Zusammenhang, und das ist uns sehr wichtig, dass wir all das, was zum Zeitpunkt unserer Veranstaltung genehmigungsfähig, für alle Altersgruppen verantwortbar und wirtschaftlich für unseren Verein darstellbar ist, auch möglich machen werden. Wir haben dazu mit großer Freude festgestellt, dass schon heute sehr viele unserer Freunde und Partner, angefangen von den Tambourkursen Musikkapellen, über die Tanz- und Showbands, den Zeltwirt bis hin zu unseren Schaustellern mit einiger Zuversicht ihre Bereitschaft und ihr großes Interesse bekundet haben, in diesem Jahr auch bei eventuell veränderten Rahmenbedingungen gemeinsam mit uns möglich machen zu wollen. Diese Zuversicht möchten wir mit Blick auf das, was hoffentlich möglich sein wird, mit euch teilen. Lasst uns daher optimistisch und mit Vorfreude auf den Sommer und den Herbst, der Hochsaison unseres Schützenjahres, blicken und auch unter den aktuellen Vorzeichen weiter gemeinsam an Perspektiven und Ideen für den Sommer und Herbst sowohl in unseren Zügen, in unseren Chors als auch im Bürgerschützenverein arbeiten. Eure Ideen und Vorschläge dazu sind uns herzlich willkommen. Wir sind uns sicher, dass es uns gelingen wird, das Vereinsleben auch in diesem Schützenjahr unabhängig von kommenden Situationen und Entwicklungen nach vorne zu bringen und unseren Verein weiterhin als das Rückgrat des gesellschaftlichen Lebens in unserem Ort zu stärken. Wir freuen uns deshalb schon heute darauf, euch, eure Familien und Freunde wieder begrüßen und die Geselligkeit, die guten Gespräche und die Atmosphäre auf unseren Veranstaltungen gemeinsam mit euch genießen zu können. Bleiben wir zuversichtlich, vor allem gesund und schätzen wir weiterhin, was wir an der Gemeinschaft in unseren Zügen, in unseren Chors und in unserem Bürgerschützenverein haben. Mit herzlichen Grüßen an euch und euren Familien. Glück auf, stehe fest und bleibe treu, euer Vorstand. Ja, dann freue ich mich, einen tollen Moderator gefunden zu haben. Und ich übergebe jetzt an unseren Ex-Präsidenten, meinen lieben Ex-Kollegen Hans Vogt. Und Hans, the floor is yours. Unter Corona-Bedingungen Maßnahmen zu ergreifen und Entscheidungen zu treffen, ist sehr schwierig. Denn letztendlich entscheidet die Politik darüber, welche Lockdown-Maßnahmen eingeschränkt werden können bzw. sogar ganz wegfallen können. Natürlich hätten wir gerne Frau Merkel und Herrn Laschet hier heute eingeladen. Aber leider haben sie ganz andere Probleme als das Gustav-Schützenfest. Aber es gibt eine ganze Reihe von Personen, denen ist das Gustav-Schützenfest genauso wenig gleichgültig wie uns Gustav-Schützen. Sie waren gerne bereit, mit einer Videobotschaft uns ihre Grußworte zu schicken. Beginnen wollen wir mit dem Landrat des Rhein-Kreis Neuss, Herrn Heinz-Jürgen Petrauschke. Unser Landrat weiß ganz genau um die gesellschaftliche Bedeutung der Schützenfeste.
Er ist immer sehr stolz, wenn er zum Neusser Schützenfest am Freitag die Vereine des ganzen Kreisgebietes nach Neuss einladen kann. Aus einer ganzen Reihe von Gesprächen, zum Beispiel beim Neujahrsempfang, wissen wir, dass er auch den Gustavus Schützen sehr zugetan ist. Hören und sehen wir, was er uns zu sagen hat. Liebe Gustavus Schützenfamilie, wir befinden uns in einem besonderen Jahr, wo wir nicht ganz genau wissen, wie es weitergeht. Aber eins können wir sagen, auch zusammen mit unserer Heimatministerin Ina Scharrenberg, die es so ausgedrückt hat, dass wir gerade in der Pandemie jetzt merken, wie wichtig das Ehrenamt bei uns ist. Oder der Prior unseres Zisterzienserklosters, der es so ausgedrückt hat, trotz der Corona-Krise ist einiges möglich und die Krise zeigt uns, was uns wichtig ist. Die Schützen schützen ihre Heimat, indem sie auf das große Festprogramm verzichten. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir wieder zusammen feiern können, aber wir wollen es gemeinsam tun, sobald es geht. Und als Landrat einer Brauchtumshochburg im Rheinkreis Neuss freue ich mich darauf, gemeinsam mit Ihnen. Und es gilt das Motto, seit eh und je, stehe fest und bleibe treu. Das gilt auch in der Krise. Der Präses und Diözesan, Leiter der Caritas, Manfred Jansen hat auch dafür mitgesorgt, dass die Gustavus, Gindorfer alle zusammenhalten, sich gegenseitig unterstützen. Und ich wünsche mir, dass diese Unterstützung auch über die Krise hinaus uns zusammenhält, damit wir wieder gemeinsam feiern können, dass wir diese Krise überstanden haben und dass wir eine große und starke Gemeinschaft sind. Darauf freue ich mich mit Ihnen und ich bin gerne dabei. Vielen Dank, Herr Petrauschke, für Ihre schönen Worte. Es ist uns immer eine Ehre, wenn wir Sie zu unseren Schützenfesten einladen dürfen. Sie sind uns als Ehrengast immer herzlich willkommen. Kommen wir nun zum Bürgermeister der Stadt Grevenbroich, Herrn Klaus Krützen. Ungeachtet der politischen Ausrichtung wissen wir, dass wir Klaus Krützen als Bürgermeister eine Person haben, die den Schützen und dem Schützenwesen sehr zugetan ist. Als selbstaktiver Schütze in Neukirchen und Neurath weiß er ganz genau um die Probleme der Schützenvereine in organisatorischer und finanzieller Hinsicht. Er kommt immer mit Leidenschaft zu unseren Schützenfesten und freut sich, wenn er an der Theke zum Gedankenaustausch mit dem Schützen auch einmal mit uns ein Bier trinken kann. Wir freuen uns, dass er uns sein Grußwort geschickt hat. Hören wir, was er uns zu sagen hat. Ja, hallo zusammen, liebe Schützen des BSV Gustav. Ihr seht mich hier mit der Fahne, die normalerweise zu Schützenfest vor dem Rathaus weht und mit der Krawatte, die ich auf der Krönung traditionsgemäß trage. Liebe Familienangehörige der Schützen, liebe Freunde des Vereins und natürlich auch liebe Gäste. Corona, man kann es vielleicht teilweise gar nicht mehr hören, begleitet uns jetzt schon mehr als ein Jahr. Es prägt unser aller Alltag, es prägt das Leben in den Familien und auch die ehrenamtliche Arbeit in den Schützenvereinen. Die Corona-Pandemie und deren Folgen stellen für uns alle eine besondere Situation dar und natürlich auch der Bürgerschützenverein, der Pfarre Gustav, ist davon betroffen. Öffentlich geplante Veranstaltungen des BSV, wie zum Beispiel der traditionelle Neujahrsempfang, mussten schon leider Gottes Corona-bedingt abgesagt werden. Bei anderen Veranstaltungen wie den Schießveranstaltungen, das Biwak und insbesondere auch das Schützenfest, die fester Bestandteil des Gustavus Schützenjahres sind, erscheint es aus heutiger Sicht fraglich, aus meiner Sicht sogar unmöglich, ob diese wie geplant stattfinden können. Das Schützenfest ist das gesellschaftliche Ereignis des Jahres, doch nun gilt es abzuwarten, ob die Feierlichkeiten wie geplant oder auch in kleinem Rahmen Corona-konform stattfinden können oder auch wieder verschoben werden müssen. Der Verzicht fällt natürlich nicht leicht, stößt aber hoffentlich bei allen Beteiligten auf Verständnis, denn unser aller Wohlergehen und Gesundheit geht vor. Wir alle müssen optimistisch bleiben und auf das Beste hoffen. Ich wünsche dem Königspaar Sven dem Ersten Hösen und seiner Königin Kerstin mit ihrem Königszug, dem BSK Neuss, für ihre Corona-bedingte zweijährige Regentschaft nur das Beste und vor allem Gesundheit.
Auch den Jubilaren möchte ich an dieser Stelle für ihr jahrelanges Engagement besonders danken. Die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder investieren Jahr für Jahr viel Zeit und Arbeit in die Organisation des Festes. Für das Engagement um den Bürgerschützenverein in der Pfarre Gustorf bedanke ich mich an dieser Stelle besonders bei Präsident Rolf Jungmann und seinem Vorstandsteam. Allen Schützen und deren Familien sowie den Gästen wünsche ich gutes Durchhaltevermögen und viel Gesundheit. Wenn die Umstände es zulassen, wird dafür hoffentlich umso ausgiebiger gefeiert und umso größer ist die Freude auf ein Wiedersehen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr und Euer Klaus Krützen, bleibt gesund. Herr Bürgermeister, lieber Klaus, aus dem Rathaus erfahren wir immer große Unterstützung, obwohl wir wissen, dass die Möglichkeiten auch hier sehr eingeschränkt sind. Vielen Dank und natürlich laden wir auch dich sehr herzlich zu unserem nächsten Schützenfest ein. Wir wissen zwar noch nicht, wann es sein wird, aber auf jeden Fall freuen wir uns, wenn du dabei bist. Bei den Vorstandswahlen im Januar 2020 wurde auch die Regimentsführung neu gewählt. Leider hatten sie bisher wenig Möglichkeiten, ihr Amt auszuüben, obwohl sie fleißig geübt haben. Stellvertretend für alle Stabsoffiziere spricht nun unser Oberst André Koch ein Grußwort. Liebe Gustorfer Schützen, ich stehe hier an unserem Schützenstein, an dem unser alljährliches Schützenfest nach der Messe mit der Serenade beginnt. Im letzten Jahr blieb uns dieses Privileg durch die Corona-Pandemie verwehrt. Doch gibt uns allen einen Impfstoff, die neue Hoffnung, an alte Zeiten anzuknüpfen. Wir vom geschäftsführenden Vorstand arbeiten an verschiedenen Varianten, wie unser Schützenfest im September unter verschiedenen Bedingungen doch noch stattfinden kann. Vielleicht darf ich euch doch noch hier zum Antreten zu Festumzügen begrüßen und wir ziehen gemeinsam durch unser festlich geschmücktes Dorf. Also lasst uns nicht den Kopf in den Sand stecken und gemeinsam wieder nach vorne schauen. Getreu dem Motto, stehe fest und bleibe treu, euer Oberst. Vielen Dank, lieber André. Wir wünschen uns alle von Herzen, dass es bald losgeht und dass wir baldmöglichst wieder im Gleichschritt durch den Ort marschieren können und wir hören auch gerne auf eure Kommandos. Wir alle wissen, dass unser Diakon Manfred Jansen ein großer Freund des Schützenwesens und der Schützen ist. So konnten in den vergangenen Jahren auch sehr viele, sehr persönliche Freundschaften geschlossen werden. Wenn er bei den Krönungsfeierlichkeiten das Wort erteilt bekommt, und dann mit dem Mikrofon und einem Glas Bier in der Hand durch das Zelt eilt, dann wissen wir, jetzt heißt es aufpassen, denn Manni Jansen hat immer etwas zu sagen. Mit Humor und Tradition und Glaube, alles das, das bringt er unter einen Hut. Hören wir also, was Manfred Jansen als Vertreter der Pfarrgeistlichkeit zu sagen hat. Ich darf euch, Sie, auch im Namen aller Seelsorger nochmal gratulieren. Wir haben ja eine Zeit, die ist nicht so herrlich. Und ich bin es tatsächlich. Man erkennt mich auch noch ohne Maske. Das ist euer Diakon. Und ich stehe bewusst hier am sinnstehenden Denkmal, weil die was damit zu tun haben, was mit unserer Kirche zu tun hat. Und ihr als Schützen habt was mit Kirche zu tun, aufgrund damals der Reformationszeit, weil man die Kinder sicher von zu Hause aus zur Kirche geleiten wollte. Ja, man kann es sich kaum vorstellen, mit Gewehren oder mit allem, was man hatte, um die sicher zur Kirche zu kriegen.
Schutzbedürftige. Wir haben heute in dieser Zeit auch viele Schutzbedürftige. Das sind die, die besonders anfällig auf unseren neuen bekannten Virus sind. Das hat dazu geführt, dass unser Leben in Schlamm gelegt worden ist. Kirchenleben findet zwar noch statt, aber ganz minimal. Alltagsleben, Familienleben findet statt, aber so runtergefahren. Wann war das letzte Mal Essen? Gemeinsam irgendwo oder mit Familie, mit Freunden getroffen? Alles runtergefahren. Jetzt können wir jammern bis zum Nimmerleinstag. Und wenn wir hier die Steine reden lassen würden, die könnten auch jammern. Ach, was könnten die jammern? Über die Kriegszeit, der nächste Krieg, Epidemien. Viel Schlimmes, wo Leute vielleicht hier gestanden haben, geheult haben. Aber wir dürfen auch dazwischen das nicht vergessen. All das, wo Menschen dann der Ärmel hochgekrempelt haben und gesagt haben, jetzt erst recht, komm, wir lassen uns nicht hängen. Wir sind füreinander da. Wir sind miteinander da unterwegs. Und ich denke mal, das erwarte ich als euer Diakon von uns Schützen. Dass wir Vorbild bleiben. Bleiben. Und nicht nur 4 Tage im Jahr. Hup, ne? Wisst ihr ja. Nee, das ganze Jahr. In euren Zügen. Mit euren Familien. Mut machen. Sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht 2 Jahre, wo wir nicht durch die Straßen gehen können, wo wir nicht unterwegs sind, wo wir kein normales Zugleben, kein normales Familienleben haben. Aber dann sind wir die Ersten, die Mut machen und wieder vorbrechen. Und wir sind auch die, die nicht die Köpfe hängen lassen. So sind Christen, nicht doch Kopf hängen lassen. Ne? Und ich erwarte euch dann aber auch wieder, dass ihr voll da seid, damit wir wieder feiern können, richtig feiern können. Ne? Also, lasst nicht den Kopf hängen. Für die, die daran glauben, wie ich, möchte ich euch noch das Segen geben. Und das meine ich ganz ernst. Für euch, für eure Lieben, die in euren Herzen, in euren Gebeten sind, damit ihr nicht den Mut verliert, sondern Gottes Segen wisst. Und so segne ich euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nicht jeht hin in Frieden, malet Jod. Euer Manfred. Vielen Dank, lieber Manni. Wenn du nicht dabei bist, dann fehlt uns was. Deshalb bist du auch jetzt bereits wieder herzlich eingeladen und wir freuen uns, wenn du wieder unter uns Schützen weilen kannst. Das höchste und schönste Amt im Schützenverein ist der Schützenkönig. Eigentlich eine einmalige Sache, nicht jedoch zu Corona-Zeiten. Als am 24. September 2018, so lange ist das schon her, hier auf dem Schießstand Kerstin Hösen den Vogel heruntergeschossen hat, war klar, dass sie ihren Mann zu Sven dem I. und sich selbst zur Königin im Bürgerschützenverein Gustorf gemacht haben. Tja, und das sind sie immer noch. Dankenswerterweise haben sie sich bereit erklärt, ein Jahr dran zu hängen, denn von ihrem Königsjahr haben sie wirklich nicht viel gehabt. Kein Besuch der befreundeten Vereine, kein Schützenfest, kein Königsehrenabend und über das Jahr keine Feste. Viele Kleinigkeiten gehören dazu, um das Königsspiel schön zu machen und unvergesslich. Aber hören wir selbst, was unser Königspaar dazu zu sagen hat. Liebe Schützenfamilie, als euer Königspaar hatten wir uns im Jahr 2020 auf ein schönes und harmonisches Schützenfest gefreut. Jedoch hat die Corona-Pandemie die Planung unseres regulären Königsjahres zum Stillstand gezwungen. Corona-konform konnten wir dennoch an kleineren Highlights wie die Weckmann-Übergabe an unser Seniorenstift und der Weihnachtsbaumaktion am Schützenstein teilnehmen. Auch am Schützenfest Samstag haben wir zusammen mit dem Vorstand an einer Messe mit anschließender Kranzniederlegung teilgenommen. Danach wurde im kleinen Rahmen bei uns in der Königsresidenz bis spät in die Nacht gefeiert. Das Schützenfestwochenende war mit viel Wehmut behaftet. Aber wir hatten die Hoffnung auf das Jahr 2021 mit vielen Höhepunkten und Veranstaltungen. Leider ist die Entwicklung auch in diesem Jahr nicht zu prognostizieren. Aufgrund der aktuellen Situation werden wir dieses Jahr ebenfalls sicherlich kein normales Schützenfest feiern können. Somit heißt es auch dieses Jahr kein normales Königsjahr. Daher hoffen wir, dass wir im Jahr 2022 mit unseren Adjutanten, den Hofdamen
und unseren Königszügen und mit euch zusammen ein großartiges Schützenfest feiern können. Für das Jahr 2021 würden wir uns freuen, wenn wir uns vielleicht auf der einen oder anderen kleineren Veranstaltung sehen und hoffentlich etwas zusammen feiern können. Ein Dank gilt auch unserem Kronprinzenpaar Michael und Sabrina Nix, die seit letztem Jahr auf ihre Krönung warten und gemeinsam mit uns diesen Weg gehen. Bleibt gesund und macht das Beste aus dieser schwierigen Zeit. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank, liebes Königspaar. Es ist für unser Verein ein großes Glück, dass ihr in dieser schwierigen Zeit zu unserem Verein steht, gemäß unserem Motto: Stehe fest und bleibe treu. Wir wünschen euch, eurem Hofstaat und der Bundesschützenkapelle Neuss ein wunderschönes Königsjahr und dass ihr alles nachholen könnt, was ihr 2020 verpasst habt. Eigentlich sollten sie 2020 gekrönt werden und wären somit unser aktuelles Königspaar, Michael und Sabrina Nix. Aber Corona verhinderte auch dies. So bleiben sie weiterhin unser Kronprinzenpaar in Lauerstellung, denn auch sie waren zu unserer großen Freude bereit, ihr Amt zu verlängern und noch ein Jahr zu warten. Wir sind gespannt, was sie selbst zu dieser Situation zu sagen haben. Liebe Schützen und Familien, liebe Wilddiebe, hallo Gustav. Wir hoffen, euch geht es in der Zeit der Pandemie gut. Als wir 2019 spontan auf den Vogel geschossen haben, haben wir gedacht, der Vogelschuss wäre ein echter Krimi gewesen. Aber leider begann der eigentliche Krimi erst danach, mit der Corona-Pandemie. Ich habe mir beim Vogelschuss im Traum nicht vorstellen können, dass meine erste Rede vor einem leeren Schießstand vor laufender Kamera stattfindet, anstatt in einem Festzelt mit euch. Unsere mit Euphorie gestarteten Vorbereitungen liegen zurzeit auf Eis. Ich bin bereits im Winter 2019-2020 mehrmals mit den Hofdamen losgefahren, um Kleider für die Krönung zu suchen. Doch bevor die Suche beendet wurde, kam der erste Lockdown. Doch den Optimismus haben wir uns nicht nehmen lassen. Vor dem zweiten Lockdown haben wir Kleider bestellt, damit wir vorbereitet sind für eine Krönung 2021. Wir wären bereit für eine Krönung und ein Regierungsjahr mit euch. Doch leider warten wir, wie alle, ungeduldig auf etwas Normalität. Da die Pandemie gerade wieder an Fahrt zunimmt, wird es wohl noch etwas dauern, bis unser Regierungsjahr beginnt. Eins sei aber gewiss, egal wann, wir stehen bereit. Und irgendwann werden wir das Königspaar des BSV sein. Egal wann. So wie alle versuchen auch wir das Beste daraus zu machen. Diese verrückte Zeit bringt auch vieles Neues und Ungewohntes mit sich. Seit dem Vogelschuss hat sich viel geändert. Anstatt voller Terminkalender und Veranstaltungen verbringen wir viel Zeit mit unseren Hobbys und unserem Sohn. Am Wochenende machen wir das, was so möglich ist. Wir gehen geocachen, investieren viel Zeit in Haus und Garten. Im Moment nutzen wir die veranstaltungslose Zeit zum Fasten und tun etwas für unsere Fitness und Gesundheit. Denn wenn nicht jetzt, wann dann? Die Versuchung ist ja im Moment recht gering. Man hat in der Zeit der Pandemie das normale Leben vorher mehr zu schätzen gelernt. Selbst ein normaler Arbeitstag mit Kollegen ist zu was Besonderem geworden. Nicht zu schweigen von Feierlichkeiten, Vereinsleben oder ein Bier mit Freunden trinken. All das vermissen wir genauso wie ihr. Genauso wie wir uns ein tolles Regierungsjahr wünschen, gönnen wir dem amtierenden Königspaar Sven und Kerstin ebenfalls eine schöne Zeit als Königspaar. Haltet durch und irgendwann sehen wir uns wieder. Bleibt gesund. Auch euch gilt unser herzlichster Dank. Nicht nur für die freundlichen Worte, sondern überhaupt, dass ihr auch weiterhin sich der Tradition des Bürgerschützenvereins verpflichtet fühlen. Für euer Königsjahr wünschen wir euch ebenfalls alles Gute.
Wenn wir Schützen unsere Feste feiern, dann machen wir das, um Kameradschaft zu erleben, mit unseren Freunden an der Theke ein Bier zu trinken, gelegentlich unsere Partnerin über die Tanzfläche zu schieben und sind voller Stolz auf unser Regiment und um unsere Umzüge. Wir stehen damit in einer langen Tradition, die mittlerweile fast 160 Jahre anhält. Aber es gibt auch Menschen, die ein Schützenfest, ein Biwak oder ein Wiesenfest nicht nur der Freude wegen feiern, sondern weil sie damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Diese Gruppen, das heißt Zeltverleiher, Schausteller, Profimusiker, sind noch weitaus mehr als wir betroffen, wenn diese Feste abgesagt werden. Keine Schützenfeste, keine Veranstaltung zu Karneval, keine Weihnachtsmärkte, keine Events. Für diese Menschen geht es um die nackte Existenz. Auch einigen diesen Betroffenen wollen wir die Gelegenheit geben, sich hier zu äußern und hier von ihren Sorgen zu berichten. Hallo liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Schützen und Schützenfestfreunde. Mein Name ist Manfred Rüttgers. Ich bin der erste Vorsitzende des Neuss-Grimmbocher Schaustellervereins. Viele von euch kennen mich und meine Frau Beatrix sicherlich schon sehr lange. Wir sind die, die euch schon seit Jahrzehnten mit Backfisch, Currywurst und anderen Leckereien auf dem Gustaver Kirmesplatz verwöhnen dürfen. Die Absagen der letzten Schützenfestsaison haben uns alle eiskalt erwischt. Dennoch hatten wir den Mut nicht verloren und zumindest für uns und ein paar unserer Kollegen eine kleine Tour durch die Gemeinde zustande zu bringen. Hier konnten wenigstens ein paar Umsätze erzielt werden. In diesem Jahr habe ich mich mit ein paar erfahrenen Schaustellerkollegen zusammengetan und wir planen eine Tour von großen Pop-Up-Kirmessen durch die Neusser und Grimmbrocher Gemeinden. Dies ist natürlich nur je nach Lage der aktuellen Corona-Zahlen möglich. Hier sehe ich unsere große Chance, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, wo wir dann hoffentlich alle nach flächendeckenden Impfungen wieder etwas zur Normalität zurückfinden. Ich würde mich sehr freuen, euch auf dem einen oder anderen Kirmesplatz begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt bitte alle gesund. Liebe Gustaver Schützenfamilie, auch ich möchte mich gerne am gemeinsamen Statement zum Thema Corona und Schützenfest beteiligen. Wir von der Firma Barawasser haben natürlich auch mitbekommen, dass sie alle im vergangenen Jahr im Rahmen dessen, was erlaubt war, so gut es ging, zugintern Schützenfest gefeiert haben, egal ob im Partykeller oder im Garten. Dieser Zusammenhalt, auch zugintern, der macht das Schützenwesen im Rheinland aus und von genau diesem Zusammenhalt leben auch wir als Unternehmen. Deshalb hoffe ich, dass der Zusammenhalt, den ich gerade genannt habe, die Krise überdauert und uns alle bald wieder in den Festzelten dieser Region zusammenkommen lässt. Ja, erstmal einen schönen guten Tag. Ich bin Christopher Mutig, Verkaufsleiter Gastronomie der Privatbrauerei Bolken. Herzliche Grüße aus der ältesten Altbierbrauerei der Welt an die Bürgerschützen in Gustorf und herzlichen Dank auch an den Vorstand, der uns hier ermöglicht hat, ein kleines Grußwort zu senden. In der schweren Zeit hoffe ich, dass ihr alle gut durchsteht. Im vergangenen Jahr sind ja leider alle Schützenfeste abgesagt worden. Und das hat uns als Brauerei natürlich auch hart getroffen, gerade im Veranstaltungsbereich. Wir haben im Rheinkreis Neuss und im Kerngebiet mittlerweile eine Belieferungsquote von 55-60% aller Schützenfeste. Und das hat natürlich auch sehr, sehr starken Umsatzeinbruch generiert, zuzüglich die Gastronomie, die zu hat. Und der Lockdown, der zweite Lockdown jetzt, trifft uns natürlich auch hart. Wir haben verschiedene Maßnahmen wie Kurzarbeit und auch Budgetsperren, von daher ist das Ganze alles nicht spaßig und euch macht es natürlich auch keinen Spaß, an der Theke zu stehen und nicht an der Theke zu stehen und Bier zu trinken. Das ist alles nicht so erfreulich. Ja, für dieses Jahr hoffe ich mal, ein bisschen Optimismus reinzubringen, wobei wir an der aktuellen Lage nicht unbedingt absehen können, wann das ein Ende hat mit großen Festen. Wir hoffen hier sehr, dass die Impfung durchgeht und wir vielleicht im Spätsommer und Herbst doch das ein oder andere Fest wieder feiern können mit bestimmten Auflagen. Wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht und haltet bitte alle durch, damit wir dann irgendwann alle zusammen an der Theke stehen können, ein Bier trinken können, am liebsten natürlich ein Bolten und ich freue mich, euch im Zelt wiederzusehen. Vielen Dank. Hallo Gustorf, wir sind die Schröders.
Wir freuen uns darauf, endlich mit euch feiern zu können. Die Instrumente sind heiß und unsere Akkus voll geladen. Also bleibt gesund, wir freuen uns auf euch. Hallo liebe Leute, hier ist der René von der Gruppe Booster. Und ich sende stellvertretend für die ganze Band einen herzlichen Gruß an den Schützenverein Gusdorf 1862 e.V. Und wie ihr vielleicht erkennen könnt, stehe ich hier mitten auf eurem Schützenplatz, den wir ehrlich gesagt etwas belebter in Erinnerung haben. Aber den Weg hierhin, den kennen wir mittlerweile auswendig, weil wir ja schon ein paar Mal bei euch waren. Wir hoffen, dass wir auch bald wiederkommen können. Egal, ob man in einem Verein ist oder ob man in einer Band spielt, da gibt es sehr viele Parallelen. Wir werden zu Festen eingeladen, so wie ihr auch. Und auch wir sind manchmal Gastgeber, so wie ihr, wenn ihr euer Schützenfest feiert. Und eigentlich geht es uns allen doch darum, die Leute zusammenzutrommeln, zusammenzukommen und eine gute Zeit zu erleben. Und genau das ist zurzeit verboten. Wir hoffen aber, dass es bald wieder erlaubt ist. Und bis dahin heißt es, die Hoffnung nicht aufgeben und gesund bleiben. Einen ganz lieben Gruß an den BSV Gusdorf. Bis bald, Leute. Tschüss. Vielen Dank. Wir können nur hoffen und wünschen, viele der vertrauten Gesichter in den nächsten Jahren wiederzusehen. Ohne euch keine Kirmes, ohne euch kein Schützenfest. Ihr gehört dazu, wie die Marschmusik und der Fackelzug. Apropos Marschmusik. Denken wir an dieser Stelle auch an die vielen Tambourchors und Musikkapellen, mit denen wir gemeinsam durch die Straßen ziehen und auch die gemeinsam mit uns feiern. Zurzeit haben sie jedoch noch nicht einmal die Gelegenheit, gemeinsam zu proben. Stellvertretend für alle Musiker haben unser Regimentstambourchor Erfklänge Gustav Gindorf, vertreten durch Andreas Stärken, dem Tambourmajor, und die Bundesschützenkapelle Neuss als unsere erste Regimentsmusikkapelle, vertreten durch Martin Lorenz, uns ein paar Grußworte geschickt, die wir uns gerne anhören. Im Namen des gesamten Tambourchors grüßen wir alle Schützen, ihre Familien und alle, die in irgendeiner Art und Weise mit dem BSV Gusdorf verbunden sind. Wie ihr vielleicht seht, befinden wir uns an dem Schauplatz, der über die Schützenfesttage zentraler Bestandteil der Umzüge ist und teilweise hunderte Zuschauer an den Straßenrand lockt. Der Paradeplatz auf der Christian-Kropp-Straße. Wenn man hier in Uniform steht, fangen vor allem uns Musikern die Hände an zu kribbeln. Aber anstatt, wie man so schön sagt, die Parade zu kloppen, fehlte im vergangenen Jahr und vielleicht auch in diesem Jahr die allseits beliebten Klänge der Marschmusik. Gerade uns als Musikern fällt es unbeschreiblich schwer, mit dieser Situation klarzukommen. Da wir mehrere Auftritte und Schützenfeste im gesamten Stadt- und Kreisgebiet nicht wahrnehmen können und nicht wahrnehmen dürfen. Eine Leidenschaft, die definitiv fehlt. Uns sind seit über einem Jahr im wahrsten Sinne des Wortes die Hände gebunden. Bis auf wenige Übungsabende im September des letzten Jahres und vereinzelte Treffen im kleinen Rahmen zu den Heimatschützenfesten in Gusdorf und in Gindorf haben wir nichts von dem gehabt, was wir alle so sehr lieben. Doch all das soll kein Grund zu Zweifeln und Wehmut sein. Stets nach unser aller Motto, stehe fest und bleibe treu, halten wir zusammen und hoffen, dass mit Fortschreiten der Impfungen schnellstmöglich wieder Normalität zurückkehrt. Und dann werden wir bestens vorbereitet sein, wenn wir wieder mit Marschmusik durch die prächtig geschmückten Straßen unseres schönen Ortes ziehen. Auch werden wir vorbereitet sein, im Anschluss an die Umzüge im Festzelt bei hervorragender Stimmung das ein oder andere Kaltgetränk zu uns zu nehmen. Zum Schluss wollen wir allen danken, die mit ihrer Treue, Leidenschaft und ihrem Engagement das gesamte Vereinsleben und den BSV am Leben halten und auch im Hintergrund immer fleißig arbeiten. Denn eins steht fest, der Tag wird kommen, an dem wir auch wieder hier auf der Christian-Kropp-Straße die Parade kloppen. In diesem Sinne, bleibt alle gesund und vor allem zuversichtlich. Wir sehen und hören uns. Euer Tambourchor-Erftlänge Gustav Gindorf. Liebe Freunde des Bürgerschützenvereins der Pfarrer Gustav, in unserem Kalender der Bundesschützenkapelle Neuss steht jedes Jahr am letzten Wochenende im September das Schützenfest in Gusdorf. So hat mich der Vorstand gebeten, ein paar Worte an euch zu richten, dem ich natürlich gerne nachkomme. Ich möchte euch auf eine kleine Reise mitnehmen,
auf eine Reise aus der Sicht von mir und eurer Regimentskapelle. Die Reise beginnt für mich im Jahr 1995. Dort bin ich als kleiner Junge in die Bundesschützenkapelle Neuss aufgenommen worden. Raimund Pelzer war zu dieser Zeit unser Kapellmeister, der sehr nah mit euch zusammengearbeitet hat. Zusammen mit eurem damaligen Präsidenten Hans-Georg Schlossmacher hat er das Gustavus Schützenlied bearbeitet, das heute noch gesungen wird. 1999 wurde Franz Josef Backes Kapellmeister und hat diese Freundschaft weiter aufgebaut. So haben wir diverse Konzerte bei euch gespielt. 2008 wurde Dr. Armin Scholz Präsident. Mit ihm haben wir auch sehr gerne zusammengearbeitet und einige Kilometer hinter uns gelassen. Im Jahre 2011 hat dann Hans Vogt das Amt des Präsidenten übernommen. Und ich muss euch sagen, dass wir etwas gemeinsam hatten. Denn auch ich habe in diesem Jahr ein neues Amt übernommen, das des Kapellmeisters. Und so durfte ich mit euch 2012 das 150-jährige Jubiläum feiern. Ein Wahnsinnszapfenstreich mit Serenade. 2013 wurde ich dann von Oberst Peter Josef Pfeiffer bei euch zum Oberstleutnant befördert. Das war für mich ein Gänsehautmoment. Am 24.09.2018 hat sich unser Geschäftsführer Sven Hösen dazu entschieden, auf den Vogel zu schießen und sich somit zum Ziel gesetzt, euer neuer Kronprinz zu werden. Dieses Ziel hatte er erreicht, als seine Frau Kerstin Hösen den Vogel mit dem 23. Schuss runterholte und das als erste Frau in der Geschichte des Bürgerschützenvereins. Mit Sven und Kerstin Hösen stellen wir aktuell das Königspaar des Bürgerschützenvereins 1862 e.V., der Pfarre Gustav, und freuen uns auf das bevorstehende Fest. Wir schauen sehr optimistisch nach vorne. Der Bürgerschützenverein hat über 150 Jahre überlebt, weil Schütze sein ein klares Bekenntnis zu Werten wie Solidarität und Barmherzigkeit sind. Diese Werte kommen nie aus der Mode. Das zeigt auch die momentane Situation der Corona-Pandemie. Schwierige Situationen bilden am Ende starke Menschen. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns wieder. Martin Lorenz und eure Bundesschützenkapelle Neuss. Vielen Dank, liebe Freunde. Wir wissen ganz genau, dass wir nur gemeinsam diese schweren Zeiten durchstehen können, auch wenn wir noch nicht wissen, wann es wieder richtig losgeht. Ihr seid mit Sicherheit wieder dabei und Freundschaften verbinden und könnten wir dann auch wieder aufleben lassen. Uns verbindet doch die Liebe zum Schützenfest und die Liebe zur Marschmusik. Wir freuen uns auf euch. Ja, liebe Schützenkameraden, wir hoffen, unser kleiner Film hat euch gefallen. Wir haben versucht, ganz viele Informationen an euch weiterzugeben. Wir hoffen aber auch, dass ihr ein bisschen Spaß an diesem Film gehabt habt. Wir haben sehr viel Spaß dabei gehabt. Wir durften mal wieder, ja, sag ich mal, im Exterieur durchs Dorf laufen. An verschiedenen Stellen haben wir bestimmt auch Verwunderung und Verzweiflung hervorgerufen. Wir hatten trotzdem sehr viel Spaß dabei und wir hoffen, dass unsere Botschaft bei euch ankommt, dass ihr weiterhin Spaß am Bürgerschützenverein und am traditionellen Schützenwesen haben werdet. Dazu herzliche Grüße, bleibt alle gesund, haltet noch ein bisschen durch und bald werden wir uns wiedersehen. Dankeschön und tschüss.